Hallo, liebe Freunde des Panzersports. Für den nächsten Dienstag, den 21. Mai, hat Wargaming angekündigt, zwei neue Verträge ins Spiel zu bringen. Und einer davon ist der AMBT, den ihr hier seht. Ich wollte euch den Panzer heute mal vorstellen. Zum einen, damit ihr besser einschätzen könnt, was euch erwartet. Zum anderen, weil ich euch nahelegen wollte, diesen Vertrag abzuschließen. Das ist nämlich ein richtig guter Panzer. Also, was haben wir? Der AMBT ist ein amerikanischer 8er Medium. Und wenn man die Kanone mal kurz überspringt, dann ist das kein ungewöhnlicher Panzer. Mobilität ist so im Mittelfeld, weder besonders schnell noch langsam. Die Sichtweite ist eher schlecht, gerade für ein amerikanisches Medium. Da ist er der schlechteste, den ich finden konnte, mit 380 Metern. Der Tarnwert ist dafür etwas besser als bei den anderen. Hitpoints ist er auch am unteren Rand, 1300, das ist auch nicht so viel. Also bis dato aber insgesamt nichts Spektakuläres. Was den AMBT besonders macht, ist die Kanone. Er hat einen 3-Schuss-Autoreloader, das findet man sonst nur bei italienischen Heavys und Mediums. Das bedeutet, anders als ein Autoloader, der nur das ganze Magazin nachladen kann, wird beim Autoreloader jeder Schuss einzeln nachgeladen. Das heißt, von den 3 Schuss kann ich einen oder vielleicht 2 anwenden und dann würden auch sofort nur ein bzw. 2 Schüsse nachgeladen werden. Der 3. Schuss würde weiter im Magazin bleiben und würde jederzeit bereitstehen. Das bringt eine enorme Flexibilität. Also man kann sowohl den Burst Damage machen als auch konsistent feuern. Man hat immer so eine Reserve da. Aber wie bei allen anderen Autoreloader wird das gezahlt mit einem drastischen Einbruch bei der DPM. An der Stelle gleich mal ein Vorwurf an Wargaming. Die geben für den Panzer eine DPM von 1937 an und das ist einfach gelogen. Das ist, die machen sich da irgendwelche Fantasiezahlen zurecht, damit der vielleicht so ähnlich aussieht wie bei den anderen vergleichbaren Panzern. Das ist aber einfach nicht. Die tatsächliche DPM ist zwischen 1000 und 1300. Und weit von den 1900 entfernt. Also ich weiß nicht, was Wargaming sich dabei gedacht hat. Wie ist die tatsächliche DPM? Wie bei allen Autoreloadern, soweit ich weiß, werden die Schüsse unterschiedlich nachgeladen, je nachdem, wie viele Schüsse man im Magazin hat. Das heißt, wenn ich 2 Schüsse im Magazin habe, der 3. Schuss, der geladen wird, ist der schnellste. Der braucht netto ohne alles 16 Sekunden. 16 Sekunden für 360 Alpha. Das ist ein ganz schlechter Wert. Wenn ihr 2 oder 3 Schüsse nachladen müsst, dann wird das noch weniger. Das heißt, wenn ihr nur 1 Schuss im Magazin habt, der 1. Schuss braucht 19 Sekunden und der 2. dann 16. Wenn ihr ganz leer seid, der 1. Schuss braucht 21 Sekunden, der 2. 19, der 3. 16. Wenn ihr also ständig das Magazin am Rand fahrt und immer den letzten Schuss abfeuert, habt ihr eine DPM von knapp über 1000, 1029. Wenn ihr das optimiert und immer den letzten Schuss, den 3. Schuss abfeuert, sobald ihr den geladen habt, habt ihr eine DPM von 1350. Das sind wirklich ganz unterirdische Werte. Mit anderen Panzern verglichen, selbst mit Autolodern verglichen, die fangen bei 1700 an. Also das ist wirklich, das macht den Panzer wirklich, also diese Eigenschaft des Panzers ist wirklich dramatisch schlecht. Falls die kleinen Stimmen in eurem Kopf euch jetzt sagen, ja, ihr könnt ja Ansätze einbauen und Skills nehmen und was nicht alles. Ja, täuscht euch mal nicht. Das könnt ihr zwar, das können die anderen Panzer aber auch alles. Deswegen ist es halt wichtig, dass man praktisch die Nettowerte vergleicht und nicht irgendwelche Werte, die irgendjemand irgendwann mal erreicht hat. Die Abstände bleiben gleich, die anderen Panzer bleiben immer besser und zwar deutlich besser. Da ändern die Skills nichts dran. So, jetzt habe ich euch 5 Minuten erzählt, wie schlecht der Panzer ist. Aber ich habe doch am Anfang gesagt, dass der so gut sein soll. Ja, ist er auch. 2 Gründe. Der erste, ich hatte schon kurz erwähnt, ist die Flexibilität. Es ist einfach ein enormer Vorteil, wenn du mit dem Magazin machen kannst, was du willst. Einmal schießen, zweimal schießen, dann wird der entsprechend neu nachgeladen oder halt alle 3 schießen, 1000 Schaden machen. Das ist eine Flexibilität, die kann nur ein Autoreloader bieten und wenn man das freisetzen kann, dann macht das richtig viel Spaß. Das zweite ist noch wichtiger, der ist nicht leicht zu spielen. Wenn ich da drauf krache, ihr habt es gesehen, kriege ich eine DPM von 1000. Ich muss mir also überlegen, wie ich meine Schüsse setze. Ich muss mir überlegen, wann ich sie setze. Schieße ich jetzt oder schieße ich 2 Sekunden später, wenn der nächste Schuss geladen ist? Die Schüsse müssen sitzen, ich muss sie sauber zielen. Ich kann da nicht einfach wie vielleicht mit einem anderen Autoloader erstmal irgendwie 3 in die Botanik setzen, bevor ich dann mit dem 4. ordentlich ziele. Das kostet hier richtig Sekunden, wenn ich sowas mache. Das heißt, ich muss irgendwie in jeder Sekunde des Spiels muss ich aufpassen. Ich muss wissen, wo ich stehe
Und das macht richtig viel Spaß. Ich muss richtig überlegen mit dem Panzer, so will ich das haben. Der Bisonte war so und der ist noch, der ist genauso. Geiler Panzer, genau deswegen, weil man sich anstrengen muss. Werfen wir mal einen Blick auf die Ausstattung. Als allererstes ein Ansetzer. Das ist ein Vorteil, den der Panzer gegenüber Autoloadern hat. Die können in der Regel keinen Ansetzer benutzen. Der kann und das muss man in dem Fall auch machen. Also finde ich absolut gesetzt. Da gibt's keine Alternativen. Alternativlos. Zweites, auch alternativlos. Das ist ein Medium, der wird gefahren wie ein Medium und der muss auch vor sich gucken können, um zu wissen, was da passiert. Sehe ich auch keine Alternative. Beim dritten sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe damals einen Stabi verbaut. Ich meine, da war die Mannschaft auch noch nicht so gut. Man könnte sich überlegen, ob man stattdessen eine Lüftung einbaut, um noch ein Quäntchen mehr Reload rauszuholen oder eine Tarnung. Die anderen finde ich jetzt nicht so interessant, aber zwischen diesen drei könnt ihr euch mal was auswählen. Kommen wir dann auch gleich noch mal drauf. Verbrauchsmaterialien fahre ich nur mit goldenen Kits. Das Leute, die mir schon ein bisschen zuschauen, wissen, dass das eine absolute Ausnahme ist. Ich habe so 10 Panzer oder so, die ich mit goldenen Kits fahre. Alle anderen werden mit silbernen Kits gefahren. Der braucht diesen, das Quäntchen, was man dadurch noch kriegt, das braucht er halt und deswegen kriegt er das auch. Ja, ich weiß, ich kann es mir leisten. Munition, da gibt es gute Nachrichten. Nämlich verschließt Premium ABCR. Das heißt, man muss sich mit dieser normalen Munition gar nicht rumärgern, die im Übrigen auch über 1000 kostet. Witzig. Also 3 Schuss HE rein, falls mal was ist, und ansonsten 33 Schuss ABCR. Kann man sich dann gönnen. Reicht aus für ein Spiel. Also man kommt da jetzt nicht irgendwie ans Ende des Magazins an, glaube ich nicht. Das passt schon. Gute Nachrichten sind, Durchschlag ist knapp 280. Das ist, glaube ich, der größte APCR-Durchschlag von Mediums auf Stufe 8. Es gibt ein paar, eine Handvoll, die mit Heat einen höheren Durchschlag haben, aber auch nicht viele. Sorry. Und Munitionsgeschwindigkeit sind knapp 1500. Das ist also auch ein sehr ordentlicher Wert. Also damit kann man gut arbeiten. Jo. Dann schauen wir nochmal auf den Commander. Ich habe wie immer auf Premium Panzer keinen eigenen Commander, aber das sind so die Skills, die ich nehmen würde bei dem. Da wären zuerst mal die drei Klassiker, 6. Sinn, Waffenbrüder, schnelles Nachladen. Da führt kein Weg dran vorbei. Bei diesem Panzer führt meiner Ansicht nach auch kein Weg dran vorbei an, oder bei vielen Panzern, jedenfalls auch nicht bei dem, an Weitsicht, Genauigkeit und Tarnwert. Danach kann man sich vielleicht überlegen, ob ein anderes Setup spielt. Ich würde zum Beispiel jetzt versuchen, wenn ich den letzten Skill habe, den zweiten Ziel-Skill, dann könnte ich den Stabi ausbauen, um da an der Stelle vielleicht was anderes einzubauen. Vielleicht lasse ich den Stabi drin und nehme diese 2 Skills raus und baue dafür andere Skills ein. Also da kann man ein bisschen hin und her schieben. Oder kommt prima aus ohne Stabi und ohne Skills. Müsst ihr ein bisschen ausprobieren. Das ist halt auch nochmal ein bisschen Quäntchen Geschwindigkeit rauszuholen. Gerade die Wanddrehung ist nicht allzu schnell, aber kann man sich auch überlegen, ob man da noch was anderes nimmt. Die ersten 6 hatte ich für gesetzt. Die letzten 3, ja, da könnt ihr mal selber ein bisschen rumspielen, was euch da am besten für euer Spiel passt. Ja, das war die Ausstattung. So, dann wollen wir uns noch ein bisschen Gameplay anschauen. Um das besser einordnen zu können, ich war zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein paar Spiele drauf mit dem Panzer, war schon ein bisschen verzweifelt. Ich hatte irgendwann vorher ein Spiel mit 8 Kills, 3500 Schaden, das war eine zweite Klasse. Und unmittelbar vor diesem hatte ich ein Spiel mit immerhin 5 Kills, 3000 Schaden, das war eine dritte Klasse. Also da kann man schon mal ins Grübeln kommen, ob man jemals irgendwie Gunmark oder Panzer erst schafft. Ja, das ist sozusagen mein Geisteszustand hier. Ich werde schauen, dass ich vor allen Dingen danach Ausschau halte, wie ich mit der Munition umgehe. Das ist schon ansonsten normales Medium-Play, wobei man ihn in vielen Situationen deswegen nicht aggressiv spielen kann, weil die DPM so niedrig ist. Da werdet ihr gleich das beste Beispiel sehen. Der Turm ist auf jeden Fall zuverlässig. Der ist schon ziemlich stabil. Man kann zwar von vorne durchschießen unter den Turm, aber da muss man erstmal treffen. Gerade aus mittlerer bis weiter Entfernung ist das verdammt schwierig.
Und die Oberwanne ist extrem gut gewinkelt, da kommt also auch nichts durch. Ich denke mal, da werden sogar viele Zähne aber bouncen, einfach Autobouncen. Allerdings, wenn euch einer von oben beschießt, also leicht über euch steht und auf eure Oberwanne schießt, dann geht er da durch wie ein Messer durch eine Butter. Da müsst ihr also darauf achten, den Winkel auch immer im Kopf behalten. Abgesehen davon ist die Oberwanne zieht sich sehr hoch. Also einfach so auf der Ebene stehen und hoffen, dass er schon irgendwie die Oberwanne treffen wird, das klappt nicht. Das sieht er an dem Panzer selbst. Ja, ich schmiege mich hier also an die ultimativ artisierte Position. Warum ich da so weit vorfahre, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich könnte mir denken, im Nachhinein, das ist schon eine Weile her, das Spiel, ich könnte mir denken im Nachhinein, dass ich überlegt habe, gleich rüber zu pushen. Und wenn da nichts ist, dass man gleich rüber pusht und sich dann den gegenüberliegenden Hügel holt. Ist im Nachhinein, hätte ich das für einen Fehler gehalten, aber ist auch nicht dazu gekommen. Stattdessen konnte ich sofort einen Scout rauswischen, das ist auf dieser Map ja auch schon mal eine sehr gute Sache. Den Schuss hätte ich mir natürlich sparen sollen. Da war der zweite Schuss schon teilweise geladen. Und da ein Schuss in den, was ist das, Tiger oder VK36? Da einen Schuss in den Pilot hier da rein zu machen, das hätte ich mir sparen können. Das muss nicht sein. Gutes Beispiel dafür. Bei dem T-34 können wir dann gleich sehen, wie ich ein bisschen ungeduldig werde. Da mache ich Schüsse, die ich eigentlich mir hätte verkneifen sollen, weil der eigentlich relativ gut steht über eine lange Zeit. Na, da werde ich ungeduldig. Irgendwann will ich da halt Schaden machen, weil der mich dann doch schon ganz schön bremst. Hinter mir steht noch ein Heavy. Ja, warum nicht? Kraft 85, Lot hier. Klar, der steht natürlich nicht vorne. Ich glaube, der will an meiner Position, wo ich allerdings viel besser stehe. Gut, und dann fängt erstmal das Geduldsspiel an. Also, es passiert schon was, aber was halt cool ist für den Panzer ist, wenn es ein bisschen länger dauert. Das heißt, wenn man Zeit hat, seine Munition zu laden. Also, je länger das Spiel dauert, desto besser für die Autopiloter. Hier liegt er gerade, der Scout. Ich vermute, dass er liegt auf der Seite, aber die Artik hat es nicht mitgekriegt oder hat nicht schnell genug eingezielt, denn deswegen kommt er doch davon. Der noch nicht lang. Teilweise sehr optimistische Gegner hatten wir im Team. Zum Beispiel gleich der Scout, der sich hier versucht zu verpieseln. Weiß ich nicht, warum er gedacht hat, dass er das schafft. Keine Ahnung, vielleicht 50 Meter vor mir. Das weiß sogar ich. Hier auch wieder, zweiter Schuss wird gerade geladen, ein Viertel ist geladen und ich übe dich drücke ab. Den hätte ich entweder sofort rausnehmen können oder sofort den Treffer machen können oder ich hätte halt warten sollen. Also ob der Medium durchkommt oder nicht, das kostet mir jetzt wieder irgendwie ein paar Sekunden mehr. Ja, es sind aber schon 2000 Punkte Schaden ungefähr zusammen. Zwei Kills sind es auch schon. Ist doch schon mal ein guter Anfang. Und wie gesagt, das Spiel ist ja erstmal ausgebremst und das ist für den ABT gut. Das war erstens sehr optimistisch gezielt und zweitens habe ich dann auch noch den Felsen direkt vor mir getroffen. Da bin ich, glaube ich, zu früh zurückgefahren. Ja, der war eigentlich zu früh, aber wie gesagt, ich habe da schon, also der Typ stand vorher die ganze Zeit, also die ganze Zeit, das sind ja nur ein paar Minuten, aber der stand schon ziemlich gut, deswegen habe ich die Gelegenheit genutzt, ihm da mal den auf One-Shot runterzuschießen. Das macht man dann halt schon mal gegnerspezifisch. Ist das jetzt eine gute Idee gewesen? Boah, ja, doch schon. Also, wie gesagt, wenn der One-Shot ist, dann ist er auch 21 Sekunden später plus Verbesserung, kann man ihn dann schon rausnehmen. Das geht schon klar. Das sind halt die Sachen, wo er dann überlegen muss. Mache ich jetzt den Schuss oder mache ich ihn nicht? Das hier ganz, ganz schlecht. Drei Viertel geladen, der letzte Schuss und wupp, rein. Also, das war ohne Not. Also, das hätte nicht sein müssen. Jetzt bin ich wieder mit dem zweiten, fange ich wieder an und habe wieder 19 Sekunden Kursverbesserung drauf. Das ist der Schuss, den auf jeden Fall, auch mit dem dritten Schuss, egal wie der geladen ist. Wie gesagt, der T-34-3 hat genervt. Ich hatte übrigens ein paar Minuten vorher, hatte ich gerade vergessen zu sagen, da habe ich ihm wirklich meinen Turm gezeigt. Aus zwei Gründen. Einmal hatte ich im Stillen gehofft, dass er dadurch länger stehen bleibt und ich ihn dann treffen kann, weil ich gerade den ersten Schuss geladen habe. Zweitens, weil der Turm schon ziemlich stabil ist und der T-34-3 eine notorisch schlechte Kanone hat. Sowohl was Zielgenauigkeit angeht, als auch was Durchschlag angeht. So, was macht der 112 hier? Sucht sich das einfache Ziel aus. Ich war noch voll, 1300 Hitpoints und ich habe eine niedrige DPM. Das heißt, mit mir kommt er dann noch besser klar. Allerdings nehme ich ihn raus. Also, das klappt so oder so nicht. Also, der Push nach vorne, der war einfach eine schlechte Idee an der Stelle.
Der hätte drei Panzer niemals pushen sollen. Ich habe einen da rausgenommen, aber das lohnt sich so nicht. Ja, da sind schon ein paar brennende Wracks vor uns. Sieht schon mal ganz gut aus hier. In so einer Position kann man natürlich auch bequem nachladen. Jetzt sehe ich, dass... also ich habe mit meinem Zugkumpel dann natürlich gesprochen. Der hat den von hinten umfahren. Allerdings verpasst er seinen ersten Schuss und nimmt den dann einmal mit dem zweiten raus. Das kann ich den rausgeholt, der den ersten Schuss gleich gesessen hätte. Alter Zettel. So, ja, dann kann man pushen. Auf den Carnarvon pushe ich, an dem pushe ich einfach vorbei. Also da wollte ich einfach nicht mehr verpassen. Das sah schon zahlenmäßig sehr gut für uns aus. Und ich wollte ehrlich gesagt den Schaden nicht verpassen. Ich habe hier einen Schuss ziemlich gut platziert in die Wanne rein, also an der Kette vorbei in die Wanne rein. Den einen vom Carnarvon, den habe ich mir dann gefangen. Der hat relativ wenig Alpha. Das habe ich mal einfach mir gegönnt an der Stelle. Ich war bis dahin noch ohne Schaden, also das war mir die 40 Sekunden wert. So, jetzt kommen noch die letzten. Jetzt sehen wir auch gleich wieder, was die Kanone kann und was sie nicht kann. Da geht eine auf, ich mache ein Auto-Aim drauf, schieße und treffe. Ziele den zweiten ein und wie ich meine, besser kann man den nicht einziehen und der landet irgendwo. Keine Ahnung, warum der zweite da nicht getroffen hat, der hätte eigentlich groß sein müssen. Der T25HT. Vielleicht ist er gebounced. Kann sein, aber der Durchschlag hier von dem Panzer ist ziemlich hoch. Der T25HT hat Panzerung, der kann mal bouncen, aber jetzt nicht unbedingt den Schuss. Naja, wie noch sein. Wir sehen uns gleich wieder. Da hätte ich nicht so lange rumstehen müssen. Gut, das ist nur ein 6er TD, der hat aber eine sehr bissige Runde, die 17-Finder, so ungefähr. Und den Schaden, den habe ich ihm geschenkt. Hätte ich jetzt so im Nachhinein, hätte ich kurz nach hinten fahren sollen und dann durch diese, ja, ich sag mal, durch diese flache Schlucht dann nach vorne. Zum einen, weil ich dann den Excalibur gleich los gewesen wäre, zum anderen auch wie beim Crossen hätte ich mir dann auch noch einen Schuss fangen können. Das merkt ihr gleich, wenn wir anvisiert sind. Das ist auch nur, weil ich hier weiter links vorgefahren bin. Da. Da hat die T25 AT nicht schnell genug reagiert. Die AT aber schon. Und für die Stelle, die ich mir gleich einfange, von der AT, ja, das war wieder so ein Snapshot. Sollte man nicht machen, den Panzer. Aber der hat war eingezogen. Ja, für die dicke Stelle, also das. Ich kriege wenigstens den Spotschaden jetzt oder die Hälfte vom Spotschaden von unserer AT. Und der Tütata, was sehen wir da? Ja, ich bin jetzt mit zwei Schuss rausgegangen, weil ich jetzt auf keinen Reload gewartet. So, dann haben wir den letzten noch. Wie gesagt, ich hatte schon mal 8 Kills und 3000 irgendwas Schaden und das war nicht meine erste Klasse. Ich habe jetzt gedacht, mit 8 Kills, ich meine, wenn ich mich recht erinnere, habe ich den Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, angebettelt, dass er mir bitte den Kill lässt, wenn er kann. Wir wussten ungefähr, wo der war, der Progetto. Einfach weil ich wirklich gerne einen Panzer haben wollte. Hatte bis zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keins. Was bei 8 Kills und 5000 Schaden schon ein bisschen absurd ist, aber wie gesagt, das hatte vorher nicht mal zu einer ersten Klasse gereicht. Aber ich kriege den nicht mehr. Ich glaube, also nach meinem, also so wie ich die Minimap lese, er müsste eigentlich den Kill gemacht haben. Also er hat auf den Kill verzichtet, aber der Heavy holt sich den. Und also für den 9. Kill hat es nicht gereicht, aber ich meine 8 Kills und wie waren es 5000 irgendwas Schaden? 2222 Basis-EP, auch ein schöner Wert. Und es hat gereicht. Ich mache es nicht noch spannender. 6200 kombiniert, 8 Kills, das hat gereicht. Das ist ein Panzerass. Mein erstes und ich möchte fast sagen, auch mein einziges bisher mit dem AMBT. Die Latten liegen echt extrem hoch, sowohl für Panzerass wie für Gunmarks. Ich habe auch nach der Gunmark jetzt mal geguckt, gestern oder so. Da bin ich immer noch in den 60ern. Also das ist, das geht langsam voran, wenn überhaupt. So viel zum AMBT. Schaut euch den Vertrag an. Geht am Dienstag los. Besorgt euch das Ding und ich hoffe, ihr habt auch nur annähernd so viel Spaß, wie ich damit hatte.
Denk dran, er ist nicht ganz einfach zu spielen, man muss sich anstrengen und genau deswegen gefällt er mir so gut. Man muss wirklich irgendwie sein Top-Spiel abliefern, ansonsten kriegt man nicht viel gebacken mit dem Panzer. Für mich reicht es gerade mal so für Panzer aus und erste Gunmark. Vielleicht klappt es bei euch ja noch besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Viel Spaß, tschüss.